Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kena, Bridge of Spirit. Ah, hier sitzt hier überall schon rumstehen und so. Ich weiß gar nicht, ob das dann nicht schon alle Häuser sind, die wir befreien konnten. Es hängt davon ab, wie groß der Bereich hier ist. Aber es schaut fast so aus, wie wenn es da alles da hinten wäre. Dann wäre das riesig. Weil dann wäre es all das hier. Vielleicht sogar bis hier hoch. Das waren wir überall noch nicht. Hier drüben haben wir schon alles, ne? Schaut so aus. Aber jetzt muss es niesen. Entschuldigung. Auch hier müssen wir kämpfen, um die zu befreien. So. Da können wir noch nicht hoch. Aua. So. Ich mag die nicht. Ich kann die nicht parieren. Unglaublich. Oh, das war ja gleich alles. Ja, da können wir uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr umschauen, da hinten. Haben wir denen auch geholfen. Oh, ich muss schon mal wieder aufrecht hinsetzen hier. Denn ich hänge ja in der Kurve wie ein Schluck Wasser. Da drüben können wir jetzt nämlich die Brücke auch runterlassen. Da wollen wir aber erst nochmal, wir wollen vorne anfangen. Nicht, dass wir da jetzt irgendwas vergessen oder übersehen. Das wäre nix. Auch hier kein Hut. Da waren ja so viele Hüte wie Rats. Unglaublich. Hey, wir müssen da hoch.
Wenn ich hier dagegen schieße. So, hier haben wir ein kleines Schussrätsel. Naja, das war ja easy. Danke für dich. Auch hier kein Hut. Ist ja nicht. Hier geht's aber nicht weiter. Auch da auf dem Haus sehen wir nichts. Wie sie da alle stehen. Die Süßen. Oh. Dann wollen wir unten weiter. Da ist mal ein Hut drin. Gut, denk's mir schon. Stern. Hier im Wasser ist irgendwie nix. Okay, dann wollen wir hier einmal eure Felder bewirtschaften. Hier im Wasser ist natürlich auch die Frage, ob es da nicht irgendwo was gibt. Aber eigentlich sind hier jetzt alle Pflanzen gewachsen. Ich war mir eigentlich sicher, dass hier ein Rot oder so wäre. Aber nö. Also so finde ich ja die Trennung des Waldes fast schon unsinnig dafür. Hier konnten wir bis hierher gehen, aber noch nicht weiter. Jetzt sind wir nämlich auf der Seite vom Dorf, genau. Was ich meinte. Jetzt? Okay. Oh, hier ist eine Kiste. Oh, eine Kappe. Cool. Baseball. Witzig. Mehr ist hier aber eigentlich nicht drin. Was heißt mehr? Es ist immer gut drin. Das ist, finde ich, schon gar nicht so verkehrt. Da kommt ihr mal her. So.
So. So. Und nochmal. Das muss man also öfters machen. Das haben wir ja schon gelernt. Auf Rusus Berg. Da, jetzt aber. Na du? Wenn ich jetzt nochmal mache. Nix. So, diesem Rad weiß ich mir noch nicht wirklich zu helfen, was mir das bringt. Ich hab's eigentlich gemacht. Geht auch nicht mehr. So. Hier haben wir doch mit Sicherheit irgendwo was drin. Kein Rod, aber. Auch immer nach oben umschauen. Ne. Passt schon enttäuschend wenig. Das führt in die obere, ins obere Dorf quasi. Okay, hier haben wir so einen Schrein. Was wir machen müssen, damit wir durch Lila nicht durch dürfen, habe ich noch gar keine Ahnung. Das wird mit Sicherheit noch irgendwo erklärt werden. Das war's hier schon wieder. Nicht so überzeugend viel. Aber irgendwo hier müssen wir eine Träne des Waldes haben, oder? Ist nicht eh hier gleich eine? So. Das da hatten wir aber, glaube ich, schon gemacht. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass hier eine wäre. Ja. Da hinten ist eine. Hätten wir hier auch noch einmal ein Feld, das er machen kann. Das war das, genau. Hier konnten wir da runter. Versuchen wir mal, ob wir den so weit bringen. Schon ein Stückchen bis zu dem Blumenschrein. Oh, der war eigentlich für den hier gedacht, denke ich. Aber schauen wir mal. Könnte schon reichen. Denke ich. Knapp, aber wird reichen. So. Gut. Bogenschießanlage ist hier. Hier hinten konnten wir auch noch nicht hin. Und das hier ist alles Dorf. Aber da können wir jetzt schon hin, wenn wir da eine Geisterpost haben? Fragezeichen. Wollen wir mal schauen.
Ne, mit dem Riesenrad weiß ich's nicht. Kapiere ich nicht. Wir wollen hier so durch. Aber nicht da, sondern hier oben weiter. Ja, aber da hatten wir das Problem. Hier können wir übrigens mittlerweile hin. Die hatte ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Gut, dass ich mir nochmal geschaut habe. Hier hat mir auch einen Rod gefunden, genau. Schauen wir mal, ob wir hier oben nicht irgendwie... Ah ja, da drüben, das können wir doch jetzt machen. Top. Also kommen wir hier doch weiter. So, auch hier. Erstmal nichts. Erstmal müssen wir das Gebiet befreien. Vorher können wir hier nichts anfangen. Jetzt sind wir gerade angekommen. Au. Bevor wir hier runterfallen. Da, hier hätten wir die nächste Träne. Hier auch aufmachen und den Blumenschrein holen. Gut, dann erstmal hier rein. Alles Stück für Stück, damit wir nichts übersehen. Aber auch hier wieder fast nichts. Es kommt mir so spanisch vor, wie wenn wir irgendwas vollkommen übersehen würden. Da, da ist wenigstens ein Hut neuer. Sajuros Maske. Mhm. Blumenschreine fehlen noch drei. Ja, genau, und hier können wir mit der Geisterpost rein. Na dann, machen wir das doch direkt mal. Sind wir denn jetzt hier oben? Okay. Mal den Teil vom Dorf auch. Hier drüben, das da haben wir noch nicht. Aber da wird halt auch nicht so viel versteckt sein. Also wir müssen eigentlich jetzt schon unglaublich viel verpasst haben. Und nun ja, wir werden es sehen.
Und es schaut nach was Größerem aus hier, hm? Okay. Nix. Also. Jetzt, ihr seid ja so nervig. So nervig. Ich sehe überhaupt nicht, wo die Gegner immer sind. Ich hab den getroffen, hallo?
Was ist er denn? Danke. Der war ja unglaublich eklig. Da. Lass mich raten, Haus befreit. Ja. Müssen viele Leute wohnen. Ich weiß ja nicht, ob es so schön ist hier unten mit dem Wasser drin, aber... Hier wollen wir nochmal reinschauen, weil es mich wirklich wundert, dass da nichts ist. Aber nun gut. Wollen wir hier drüben weiter. Ah ja, hier ist der Höhlenausgang. Das dachte ich mir schon. Wollen wir kurz nochmal oben reinschauen. Irgendwas wird ja wohl gewesen sein, oder? So gar nichts, fände ich seltsam. Ah, hier drüben ist noch ein Haus. Also es gibt noch Geister. Post. Poste. Postie. Okay. Da drinnen. Muss man schon irgendwie noch woanders hin können, oder? Hier zum Beispiel. Ach, hier sehe ich nichts. Hier ist einer. Hier wäre ein cooler Bogenschießstand gewesen. Aber den lassen sie sich entgehen. Gibt's ja nicht. Hier ist auch kein Meditationsplatz oder sowas. Gibt's ja auch noch drei. Aber gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Kena Bridge of Spirit. Vielen Dank fürs Zusehen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!